So, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Survival Fontaine of Youth. Hier bei Spielrausch. So, wir sind hier angekommen. Wir haben die Santa Maria gesucht und wir haben sie gefunden. Ich stehe kurz davor, sie ins Augenschein zu nehmen. Und ich muss mal gerade noch mal auf mein Inventar gucken. Wir haben genügend Platz, wir können einige sammeln. An die Werkzeuge hatte ich, glaube ich, gar nicht gedacht. Aber eigentlich denke ich doch immer an alles. Ja, sehen wir mal. Wir haben hier zum Beispiel die verdammte Axt nicht repariert. Das habe ich mir gedacht. Lass uns mal... Wie kam ich denn hier hin? Sache 1. Hä? Lass uns mal schnell nochmal zum Floß. Denn hier haben wir angelegt. So. Haben wir vielleicht ein Steinchen dabei? Ich muss doch bestimmt was zerkleinern. Ich habe keinen, noch nicht mal. Aber ich habe eine andere Axt dabei. Die nehmen wir mal mit. Uiuiui. Doch, wir haben Steine dabei. Lass uns beides mal eben reparieren, ja? Ja, die Zeit vergeht wieder. Aber egal. So. Level 4 mit Reparieren. Ja, schön. So, dann lass uns los. Die Santa Maria. So, hier ist nichts. Außer ein paar Stückchen. Ja, was wir mit der Kiste machen können, das weiß ich immer noch nicht, ne? Also, das ist ein altes Fass, können wir uns auf die Schulter legen, aber vielleicht kommt das später ja noch, was wir damit mal alles machen können. Bis dahin ist das natürlich nichts als Schrott. So, da haben wir sie. Mal gucken. Keine Feinde, keine feindlichen Tiere hier. Oh, die Santa Maria. Da steht sie. Hervorragend, ja. So, dann lass uns mal drauf gehen. Hoho. Ein Haufen Schrott. So ein Beibötchen, ja. Altes Fass. Können wir nichts mehr machen, außer uns das auf den... Ja, lass uns mal hier oben drauf. So. Hier ist nichts, was uns angreift. Guck mal, hier ist ein Riesenanker. Und Holzspäne haben wir gefunden. Irgendwie ist es ein neues Material. Aber wurde nicht als dessen erkannt. So. Ja, man kann hier so einiges auseinandernehmen. So. Und das wird mir als ein Haufen Schrott angezeigt. Und hier haben wir eine Eisenstange. Neu hinzugefügt. Eisenstange. Gut. Lass uns mal gucken. Kleiner Stock, viermal. Was haben wir hier? Hinzufügen. Sehnenfaden haben wir daraus bekommen. Okay, das ist was Neues. Und hier können wir doch bestimmt Metall raus, oder? Aber dafür brauchen wir bestimmt die... Nee, brauchen wir nicht die Pickaxe, sondern einfach nur... Also das finde ich wieder ein bisschen merkwürdig. Wenn es Eisen ist, wie ein Anker, dann bekomme ich doch keine vier Stöckchen raus, Leute. Also da solltet ihr auch mal ein bisschen drüber nachdenken und es vielleicht eventuell verändern. So, wir lassen es mal drin. Hier kriegen wir nur Stöckchen raus. Bis auf das eine Mal mit Faden, Sehnen oder so. Mehr kann ich hier nicht erkennen. Vielleicht kann man ja auch drauf hochklettern. Nee, kann man nicht. Also ein bisschen mehr Details wären ja nicht schlecht.
Wenn ich hier nur Stöckchen sammeln kann, ist es doch bescheuert. Also, jetzt muss auch irgendwas kommen, was toll ist, ja? Ah, hier können wir also runtergehen. Wir gucken uns aber erst mal weiter hier oben an. So. Ja, ja, das ist genau das Schiff, von wo ich dann halt weg bin, ne? Ach, guck mal da, da haben wir einen halben Baumstamm. Naja. Hier kann man nicht rein, dann ging es hier rein. Neues Ziel, Obsidian. Ziel Santa Maria. Schlüssel zur Kapitel erforderlich. Ja, durchsuche das Schiff. Wir gucken mal gerade. So. Warum ist das nicht in Deutsch? Aber solange es die Nebenquest ist, ist es mir egal. So. Wie seltsam. Das Schiff ist leer und die Kapitänskajüte ist verschlossen. Ich muss da rein. Das Logbuch des Schiffes kann viel erklären. Ja, verknüpftes Dokument. Notiz eines Kanoniers der Santa Maria. Durchsuche das Schiff nach dem Schlüssel. Ich muss den Schlüssel finden. Er sollte irgendwo auf dem Schiff sein. Gut. Ja, wie gesagt, solange es Nebenquests sind, die ich nicht lesen kann, weil sie auf Englisch sind. Ja, ich kann es lesen. Okay, aber nö. Nö. Ich bin da beleidigt. Ich möchte das Spiel weiter in Deutsch haben und zack, auswendig. Dann machen wir die Nebenquests halt ein andermal. Ne? So, Kollege, ja. Oh, du hast aber irgendwie, ja, einen Kopfschuss gekriegt. Anscheinend war es Sabotage, dass wir alle dann quasi... Oh mein Gott. Gucken wir mal. Das war bestimmt nicht... Das war jetzt nicht schon wieder Holz, oder? Doch, kleiner... So. Kalendarium von... Keine Ahnung. Wir suchen halt immer noch den Schlüssel. Kann man das vielleicht benutzen, um das da drauf zu stapeln? Kann noch nicht... Ne, soll's ja auch... Ne, es geht nicht, Leute. Gut, war nur ein Test. So, dann gucken wir mal. Hier ist nichts, dann ist der Schlüssel nur noch hier. Unten kann er nur noch sein. Hallo, ist hier jemand? Irgendwas, was mich angreifen möchte? Ich denke nicht, ne? Durchsuche das Schiff nach dem Schlüssel. Ja. Wie jetzt? Habe ich jetzt den Schlüssel? Moment. Ich habe keinen Schlüssel. Aber anscheinend habe ich ihn automatisch. So. Sehnenfaden, ja. Also das ist was, was wir nicht so schnell nochmal wiederbekommen werden. Das ist alles Schrott. Sehnenfaden, ja, das ist halt so, ne? So, komm, wir nehmen jetzt einfach das alles mit, was ich denke, das, was wir so nicht nochmal kriegen können. Und das hier schmeißen wir einfach mal zur Seite. Denn da ist noch eine Tür. Da können wir aber nichts machen. Was? Erforderlich. Gegenstand. Der Lauf einer alten Kanone. Okay. Das werden wir schon... das werden wir schon finden. Ja, ich weiß, da war was. Aber ich gucke mich erstmal hier weiter um. Und wir zerkleinern diesen Sachen, damit wir diese Sehnenfaden kriegen. Die werden uns bestimmt noch irgendwann behilflich sein. Kleiner Stock. Ja, jetzt haben wir aber viele Stöcke schon. So, was haben wir denn hier? Medizinkit. Nehmen wir mit.
Okay. Eins nach dem anderen, liebe Leute. Wir können auch mal die Fackel anmachen. Wo ist die Fackel denn? Ach, hier. Ja. Gut, dass ich Feuersteine mitgenommen habe und so. Und irgendwie fehlt der Sound der Kisten. Ja. Es ist doch ein bisschen größer, als ich gedacht hatte. So, wieder kleiner Stock. Aber dahinter verbirgt sich dann auch mal was. Ich gehe nochmal zurück, weil wir müssen die andere Seite noch hier, sowas hier, nehmen wir alles mit. Nichts liegen lassen. So, wir haben wieder Feuersteine hinzugefügt. Und das war's soweit hier, ne? Genau, dann gab es hier noch diese Wand. Loch in der Wand. Sieht aus, als könnte dieses Loch von einer Kanone stammen. Ja. Kann nichts machen. Dann gehen wir mal hier weiter. Eine Kanone, Kugel. So, was haben wir hier? Holzspäne nehmen wir mit. Das war's soweit. Und hinzugefügt Kanonenkugel. Und hier machen wir wieder mal ein bisschen Kleinholz aus dem Stoff. Und kriegen wieder Sehnenfaden. Okay. Okay, so, von hier kommen wir, oder was? Nee. Nehmen wir erstmal das Wichtigste, Schießpulver. Haufen Schrott, brauchen wir nicht nehmen. Gut. Oh, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Es hat noch mal eben gereicht. So, dann haben wir hier, das können wir mal direkt zerstören. Da müssen wir uns ein neues herstellen. So. Schmeißen wir mal da rein. Da verbirgt sich doch bestimmt was. Ja, seht ihr? Seil aushäuten. Neue Baupläne. Holzspäne. Was haben wir denn da? Nur Schrott. Ja, ich werfe das hier rein, damit. Was? Hab ich da was übersehen? Nee. Ich werfe das daneben rein, damit mir das hier nicht auf den Leim geht. Vielleicht ist da ja noch was. Nö. Gut. So. Hier drin waren wir auch. Genau, hier waren wir schon. Und dann geht es eigentlich nur noch hier weiter, ne? Habe ich jetzt echt alles genommen? Ich muss noch mal gucken, Leute. Das ist ein bisschen verwirrend hier. So. Hier ist soweit nichts. Hier ist noch eine Tür. Ja, was soll man da machen, ne? Ja? Den Lauf einer Kanone soll ich finden. Wie soll ich das denn, wie soll ich das denn bewerkstelligen? Den Lauf einer Kanone. Ja. Da ist nichts drunter. Der Lauf einer Kanone. Ja, irgendwas müssen wir doch hier tun können. Ich nehme mal eine Waffe in die Hand.
Aber das ist die verkehrte Waffe. Dann brauche ich schon was Besseres. Zum Beispiel eine Axt. Na, gucken wir mal, ob sich hier irgendwas tut. Nicht so wirklich, nein. Ausdauer fehlt mir. Aber da tut sich nichts. Nee, Leute. Das ist auch kein Balken, das zeigt, dass es irgendwas tut. Irgendwie müssen wir noch was finden. Einen Haufen Schrott kann ich dafür nicht verwenden. Den Lauf der Kanone müssen wir finden. Ja, wo soll denn der sein? Ich denke nicht, dass der hier irgendwo unten ist. Der kann doch nur noch hier sein, oder? Wieder vier Stöcke. Nee, 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 nee. Das ist nicht das. Das ist nicht das. Hier ist er nicht. Hier waren wir schon. Jetzt wird's problematisch. Da ist er doch. Erstmal gucken, bevor man schimpft. Nicht wahr, Leute? So, und jetzt können wir da durch. So. Platziere die Kanonenkugel. Ja. So, los geht's. Ratterbutsch! Katsching! Jawoll! So. Gut, Jack! Ja, es liegt die Kanonenkugel natürlich hier, die wir nicht mehr aufnehmen können. Aber das macht nichts. Dann gehen wir mal weiter. Machen uns hier mal ein bisschen Platz, so. Sonst kommen wir da nicht rein, weil die Eingänge sind so eng. Ihr seht's ja. So. Hier ist eine Schlafkabine. Und hier kriegen wir bestimmt gar nichts raus. Oh, guck mal. Im Bett schlafen. Ach, ich kann schlafen. Ja, könnten wir tun, machen wir auch. So. Ich habe eine triefende Nase gehabt, habe ich gar nicht gemerkt. Schön, schön. So. Na. Sehr schön. Wieder eine Ressource mehr von Schiffsreparatur bekommen. Und da liegt, was liegt denn da? Eine Flöte? Oh, so viel Stöcke. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben nichts. Das heißt, wir müssen gleich wiederkommen, um uns dann halt das zu holen. So, da haben wir die... Ich finde den Schlüssel zur Kapitänsküche geschafft.
Und dann gehen wir mal hoch. Hier brauchen wir auch nicht weiter rumgucken. Haben wir ganz genau gemacht. So. Ja, hallo Kumpels. Vielleicht können wir jetzt die Sachen... Da hinten aus dem Fenster bin ich ja entflohen. Und vielleicht können wir ja jetzt die restlichen Sachen mitnehmen. Wie viel haben wir denn in der Tasche, dass ich was tragen kann? 33 von 49. Gut. Hier ist soweit nichts. Im Schrank, da können wir nichts rausholen. Ich bin gespannt gleich, ob wir nochmal die Sachen mitnehmen können, die wir zurücklassen mussten. Weil wir nur bedingt Sachen mitnehmen konnten. Ah ja, das Logbuch der Santa Maria. Da kommen wir gleich zu. Lass uns mal sehen. Hier ist die Kiste. Marine Fernglas. Jetzt haben wir ein Fernglas. Es ist doch wunderbar. Aber das haben wir... Das können wir nicht ausrüsten irgendwie. Naja, wir haben es auf jeden Fall eingesteckt. Hier ist nur Schrott. Und da haben wir noch was anderes. Feder und Tinte, jetzt können wir auch schreiben. Jetzt brauchen wir nämlich keine Kohle mehr, denke ich. Ja. Und so weit, so gut. Haben wir es geschafft, Leute. Captain of Santa Maria and his mate are killed. It looks like the killer took them by surprise. But who? Who could have done such a thing? And most importantly, why? On the table, there is the Santa Maria's logbook, stained with blood. Apparently, the killer looked into it. I must examine it at once. So, jetzt haben wir das Logbuch der Santa Maria eingesammelt. Das werde ich ein andermal vorlesen, weil jetzt die Folge nämlich rum ist, meine lieben Damen und Herren. Und liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen weiteren Tag. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder hier bei Survival Fontaine of Youth.